Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD und Blu-ray-Kritiken. Ich hoffe, ihr habt euch von gestern ein bisschen erholt von diesem Überangebot an Nostalgia-Critic-Videos, die ich da euch präsentiert habe. Es hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu erarbeiten, das zu übersetzen, auch das zu schneiden. Jetzt machen wir normal weiter mit der normalen Review. Wir haben ja bereits angekündigt, dass diese Woche die Asia-Woche sein wird. Da ja heute der Animationstag ist, wollen wir auch einen passenden Film dazu zeigen und haben einen wunderschönen Klassiker von Disney auch noch. Und ich meine, das muss gut sein. Disney-Klassiker, das ist toll. Oder? Disneys Dschungelbuch erzählt von dem jungen Mowgli, der als Findelkind im Dschungel gefunden und von Wölfen großgezogen wird. Der Panther Bagheera beobachtet so ein bisschen seine Entwicklung und die Wölfe, ganz besonders die Jungtiere, nehmen Mowgli schnell bei sich auf. Doch es sind nicht alle Tiere damit einverstanden, dass ein Mensch in ihren Reihen lebt. Ganz besonders nicht der Tiger Shere Khan, der sich selbst um das Menschenjunge kümmern will. Um Mowgli zu schützen, schicken die Wölfe ihn fort in Richtung Menschensiedlung und unterwegs begleiten ihn Bagheera, der Bär Baloo und auch ein paar Gefahren liegen auf seinem Wege. Das Dschungelbuch war die letzte Produktion, die Walt Disney noch selbst überwachte und begleitete, bevor er 1966 verstarb. Und dieser Film hat auch noch sehr viel Charme dieser alten Tage. Die Lieder der Sherman-Brüder sind unfassbar eingängig und sind auch noch heute bekannt. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh, du wie du, ich werd so gern wie du. Waren die zwei? Und dann haben die Elefanten noch ihr Lied. Und die Geier haben noch ein Lied. Die haben auch erschreckend viel Screentime zum Ende. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird getanzt, nur eine Geschichte geht dabei ganz schnell flöten. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, als ich dann das Remake, die Neuinterpretation von John Favreau sah. Da gibt es dann eine greifbare Story, es gibt ein moralisches Dilemma. Okay, es sind alles Dinge, auf die sich ein Film, der quasi auf seinen nostalgischen Wurzeln ausruht, und zumindest darauf aufbauen kann. Wie gesagt, er kann sich darauf aufbauen, er muss nichts komplett Neues erschaffen, nichts komplett Neues präsentieren. Der Film kann sogar dieses nostalgische Feeling durch Songs oder durch bestimmte Bilder, dieses nostalgische Feeling mit ausnutzen für seine Zwecke. Der Film hat 30 Minuten mehr Laufzeit, da kann sogar sehr viel drin passieren, tut es auch. Es sind einfach sehr viele Vorteile zum Zeichentrickfilm und das klingt jetzt ein bisschen böse, aber wenn man das Getanze, das Gesinge einfach alles weglässt, bleibt nicht mehr so viel vom Dschungelbuch, besonders Laufzeit bleibt da wirklich nicht mehr viel. Das wäre dann vielleicht ein 30-Minuten-Film, vielleicht, kann sein. Selbst dieser Endkampf gegen Shere Khan wird durch diese komischen Geier ständig unterbrochen. Der Film ist immer noch gut, gerade für Kinder. Super, wundervoll. Nur sollte man dieses nostalgische Kind im Inneren ab und zu mal auffrischen und bestimmte Dinge nochmal sehen, jetzt im Erwachsenenalter. Es hilft wirklich. Und deshalb sind auch diese Remakes und Neuinterpretationen von Disney, von ihren alten Zeichentrickfilmen, in diesem Jahr, man könnte es mal sagen, schon wieder einer, aber die sind verdammt gut. Sie haben definitiv ihren Zweck und erschaffen erstaunlich viel und auch aufregend Neues. Das kann gern so weitergehen. Übrigens gäbe für euch die Information, der John Favreau Dschungelbuchfilm, Jungle Book, erscheint, ich glaube, am Donnerstag. Vielleicht hat es auch schon einen Laden, einen Saturn, einen Mediamarkt, heute oder morgen im Laden. Schaut da mal nach, ich kann es sehr empfehlen. Und ja, ich kann auch das Dschungelbuch von 1967 empfehlen, nur passt halt auf die Nostalgie auf. Die Blase könnte sehr schnell kaputt gehen. Ne? Und mit diesen Worten schicke ich euch hinaus in die Filmwelt. Ich danke vielmals fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wie immer um 12 Uhr hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.